In diesem Video werden wir uns mit unserem ersten Zufallsgraphenmodell beschäftigen, und zwar ist das das Erdős-Reni-Modell. Wir werden zunächst mal das Modell definieren und dann werden wir uns insbesondere die Knotengradverteilung in dem Modell anschauen. Zunächst mal, wie ist das Erdős-Reni-Modell definiert? Man findet in der Literatur zwei Definitionen, die zwar sehr ähnlich sind, aber eben doch nicht identisch. Und das ist das NP- und das NK-Modell. Also ER steht jeweils für Erdős-Reni. Und dann gibt es hier zwei Varianten davon. Das erste davon, die erste Variante, das NP-Modell, sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen einfachen Graphen, also einen ungerichteten, schleifenfreien Graphen auf N Knoten. Und auf so einem Graphen könnte man n zwei mögliche Kanten haben, ja, also n über zwei mögliche Paare von Knoten, und jede dieser Kanten wird mit Wahrscheinlichkeit p unabhängig voneinander ausgewählt. Ja, also man kann sich das so vorstellen, von diesen n zwei möglichen Kanten wird jede mit Wahrscheinlichkeit p eingeschalten oder ausgeschalten und ist dementsprechend eben in unserem Zufallsgraphen vorhanden oder nicht. Das NK-Modell sieht dagegen so aus. Wir legen wieder fest, die Anzahl der Knoten soll n sein. Wir legen aber auch die Anzahl der Kanten fest, die soll k sein. Wie viele Graphen gibt es mit n Knoten und k Kanten? Wieder einfache Graphen, ungerichtet, schleifenfrei. Das sind diesmal n über 2 über k Graphen. Und aus diesen allen wählen wir gleich verteilt unsere Zufallsgraphen aus. Ja? Das sind die zwei Modelle oder die zwei Varianten vom Erdős-Reni-Modell. Und was uns besonders interessieren wird, ist das Verhalten für große n. Also das Verhalten für n gegen unendlich. Und da verhalten sich die beiden Modelle ähnlich, aber das NP-Modell ist einfacher zu analysieren. Das heißt, wir werden üblicherweise das NP-Modell bevorzugen. Und im Allgemeinen ist es auch so, wir werden n wachsen lassen. Das heißt, wir werden eigentlich eine Folge von Zufallsgraphen betrachten. Und dabei werden wir p auch von n abhängig machen. Das heißt, unser Parameter p ist dann meistens ein Parameter pn, denn p hängt ebenfalls von n ab. Also p gleich pn ist im Allgemeinen von n abhängig. Und in diesem Erdős-Reni-Modell, genau gesagt im NP-Modell, können wir sofort ein paar erste einfache Beobachtungen machen. Zunächst mal, wie sieht es denn mit der Anzahl der Kanten aus? Also im NP-Modell gilt, die Anzahl der Kanten ist binomial verteilt. Warum? Das ist einfach einzusehen. Denn wir wählen ja aus n über zwei möglichen Kanten, wählen wir unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit p jeweils aus, Erfolgswahrscheinlichkeit p, n über zwei Durchgänge, das ergibt die Binomialverteilung. Und insbesondere sehen wir die erwartete Anzahl der Kanten ist also p mal n über 2. Und n über 2 können wir natürlich auch anders ausdrücken. N über 2 ist n mal n minus 1 halbe. Das ist also die erwartete Anzahl der Kanten. Und wir sehen, dass die erwartete Anzahl der Kanten quadratisch in n wächst. Solange p konstant ist, wächst die erwartete Anzahl der Kanten quadratisch in n. Und dazu haben wir ganz am Anfang der Vorlesung, wenn Sie sich erinnern, wie wir über die Eigenschaften, die typischen Eigenschaften von realen Netzwerken gesprochen haben, haben wir gesagt, reale Netzwerke sind dünn besetzt. Und dünn besetzt
bedeutet in diesem Zusammenhang, wenn wir also so ein wachsendes Netzwerk betrachten, die Anzahl der Knoten immer größer werden lassen, dann soll die Anzahl der Kanten ebenfalls nur linear wachsen. Das heißt, wir wollen nicht, dass die Anzahl der Kanten quadratisch wächst, sondern das Netzwerk soll dünn bleiben, die Anzahl der Kanten soll ebenfalls nur mit der Wachstumsrate n wachsen. Und wie können wir das erreichen in unserem Erdős-Reni-Modell? Das können wir so erreichen, indem wir p eben abhängig von n wählen, also p die Wahrscheinlichkeit mitskalieren. Und wie müssen wir sie skalieren, damit zumindest die erwartete Anzahl der Kanten linear in n ist? Wir müssen p proportional zu c über n wählen. Das heißt, entweder wählen wir pn gleich c über n oder wir wählen eine Folge, die sich asymptotisch verhält wie c über n. Und das ergibt dann ein dünn besetztes Netzwerk. Das ist das sogenannte Sparse Regime. Also Sparse, nichts anderes als dünn besetzt. Und das wird unsere übliche Wahl sein. Also das hier ist unsere übliche Wahl, wenn wir das Verhalten des Erdős-Reni-Modells für n gegen unendlich analysieren, werden wir p mitskalieren, entsprechend diesem Sparse-Regime, also so wie eine Konstante c durch n. Die erste Eigenschaft, für die wir uns im Erdős-Reni-Modell interessieren, ist die Knotengradverteilung. Und zur Erinnerung, die Knotengradverteilung sieht folgendermaßen aus. Die Gradverteilung oder Groß F Deck für Degree ist einfach die empirische Verteilung der Knotengrade. Das heißt, sie gibt mir an, welcher Anteil der Knoten hat denn jetzt einen Grad kleiner gleich k. Und jetzt bezieht sich alles auf unser Erdős-Reni-Modell. Das heißt, wir wählen unseren Graphen G, ist ein zufälliger Graph, gewählt oder konstruiert nach dem Erdős-Reni-Modell. Und demnach ist natürlich auch alle Attribute, alle Statistiken in diesem Graphen, wie zum Beispiel der Knotengrad, ist eine Zufallsvariable. Und demnach ist die Gradverteilung eine zufällige Verteilungsfunktion. Ja, also für jede Simulation, für jedes Mal ziehen dieses Erdős-Reni-Modell bekommen wir hier eine unterschiedliche Verteilung. Und genauso wie wir hier diese Verteilungsfunktion betrachten, können wir natürlich auch die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten klein f betrachten. Also klein f gibt uns an, welcher Anteil der Knoten hat denn genau Grad k. Und bevor wir diese Knotengradverteilung analysieren, vereinfachen wir das Problem einen Schritt und betrachten die Erwartungswerte. Wir betrachten also die erwartete Knotengradverteilung. Auch aus dem Grund, es ist einfacher, zunächst mal diese zu analysieren. Also die erwartete Gradverteilung und die bezeichne ich mit F Hut und die ist einfach der Erwartungswert von F ohne Hut. Und dasselbe können wir natürlich auch machen für die Wahrscheinlichkeiten klein f. Da können wir auch erstmal die Erwartungswerte betrachten und schreiben dann F Hut. Also die Punktmassen, die zu dieser Verteilungsfunktion gehören. Und die erste Beobachtung, die wir dabei machen können, wie sieht denn die Verteilung der Grade im Erdős-Reni-Modell aus? Also wir betrachten einen bestimmten Knoten in unserem Netzwerk und außer diesem Knoten gibt es, also hier bei n gleich 5, es geht uns um den Grad von diesem Knoten hier und jetzt wollen wir wissen, was ist denn die Verteilung vom Grad und von diesem Knoten ausgehend haben wir jetzt n minus 1. In diesem Fall wäre das vier mögliche Kanten und die werden voneinander unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p jeweils ausgewählt.
Und das ergibt natürlich ebenfalls wieder eine Binomialverteilung. Also wieder n-1 Versuche, Erfolgswahrscheinlichkeit p ergibt eine Binomialverteilung. Und diesmal mit Parameter n-1 und p. Aber die sind nicht unabhängig voneinander. Also das kann man sich einfach so vorstellen. Angenommen, wir haben von n-1 Knoten, kennen wir bereits den Grad, dann kennen wir natürlich auch schon den Grad des letzten übrigen Knotens. Das heißt, diese Verteilungen können nicht voneinander abhängig sein, voneinander unabhängig sein, die weisen Abhängigkeiten auf. Und das gilt für jeden Knoten. Also die Verteilung ist für jeden Knoten gleich, aber es sind eben keine unabhängigen Zufallsvariablen. Und diese Abhängigkeit der Knotengrade des Graphen, die machen es schwierig, die Gradverteilung direkt zu analysieren. Aber für die erwartete Gradverteilung ist die Sache einfacher. Da stört uns die Abhängigkeit nicht. Wir konzentrieren uns erstmal auf die erwarteten Punktmassen FKN, also die Erwartung von FKN. Das ist 1 durch n mal die Summe. Und aus dem Erwartungswert der Indikatorfunktionen wird die Wahrscheinlichkeit, hier steht also die Wahrscheinlichkeit, dass Knoten J Grad K hat. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind alle gleich. Das heißt, wir bekommen hier einfach die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Knotens. Nehmen wir den ersten Knoten. Und die wissen wir bereits, ist eine Binomialverteilung. Also n-1 über k, p hoch k, 1 minus p, n-1 minus k. Und das hier sind die Punktmassen der Binomialverteilung, das nenne ich auch b, k, n-1 p. Wir sehen also, die erwartete Gradverteilung ist auch wieder eine Binomialverteilung. Das, was wir hier sehen, ist die Binomialverteilung. Und daraus schließen wir jetzt Folgendes. Die erwartete Gradverteilung im ER-Modell ist binomial oder genauer gesagt binomial mit Parametern n-1 und p. Die erwartete Gradverteilung im Erdős-Rennie-Modell kennen wir also schon. Das ist die Binomialverteilung. Und für n groß, wie gesagt, wir interessieren uns vor allem für das Verhalten für große Graphen, für große Netzwerke mit n unendlich. Und für n groß können wir die Binomialverteilung natürlich gut durch eine Normalverteilung annähern. Annähernd normal verteilt. Und die Parameter sind μ gleich np und Sigma Quadrat gleich np mal p minus 1. Und wenn wir uns diese Verteilung mal vor Augen führen, dann sieht die Knotengradverteilung ungefähr so aus. Also hier sehen wir den Grad und hier die relative Häufigkeit. Und was wir hier erkennen, ist Folgendes. Es gibt also relativ wenige Knoten, mit kleinem Grad. Es gibt aber auch wenige Knoten mit sehr hohem Grad. Und diese Knoten mit hohem Grad könnte man auch Hubs nennen. Also das sind sowas wie Knoten mit sehr wichtiger Funktion in dem Netzwerk, die sehr viele Verbindungen zu anderen Knoten haben.
Und für die gibt es im Erdős-Rényi-Modell relativ wenig. Die meisten Knoten befinden sich hier in der Mitte, haben also so mittleren Grad. Und genau das ist auch einer der Kritikpunkte am Erdős-Rényi-Modell. Also wenn man das Modell verwenden möchte, um realistische Netzwerke zu erzeugen, dann sieht man, dass man hier zu wenige Knoten mit kleinem Grad hat. In realen Netzwerken gibt es meistens doch sehr viele Knoten mit kleinem Grad. Und es gibt aber doch auch immer einige Knoten mit sehr hohem Grad, also solche Hubs. Und von denen hat man auch im Erdős-Rényi-Modell zu wenige. Jetzt wollen wir uns noch die Frage stellen, was denn im Sparse-Regime passiert. Das Sparse-Regime war jenes Regime, wo wir die Wahrscheinlichkeiten Pn so skalieren wie C über n. Und das machen wir deshalb, damit die erwartete Anzahl der Kanten linear in n bleibt. Und im Sparse-Regime können wir eine Eigenschaft der Binomialverteilung verwenden, nämlich die sogenannte Poisson-Approximation. Denn diese Poisson-Approximation besagt, dass eine Binomialverteilung mit Pn proportional zu C über n verhält sich oder konvergiert in Verteilung für n gegen unendlich gegen eine Poisson-Verteilung mit Parameter C für n gegen unendlich. Und genauer gesagt, die Punktmassen haben wir genannt klein b. Die gehen eben gegen die Punktmassen der Poisson-Verteilung und die sind c hoch k dividiert durch k faktorielle mal e hoch minus c. Das ist genau die Punktmassen der Poisson-Verteilung. Das heißt, wir können das gleich zu einer Aussage über das Erdős-Rényi-Modell im Sparse-Regime zusammenfassen. Für das ERNPN-Modell im Sparse-Regime also Pn proportional zu C über N ist die erwartete Gradverteilung asymptotisch Poisson. Das kann man ein bisschen schöner schreiben. Asymptotisch, Poisson, das heißt Poisson verteilt mit Parameter C. Also für die Gestalt der Gradverteilung macht das allerdings nicht viel Unterschied. Hier haben wir wieder den Grad und hier haben wir die relative Häufigkeit. Dann sieht die Poisson-Verteilung circa so aus, je nach Parameter C, für einen kleineren Parameter vielleicht eher so. Aber wir haben immer noch denselben Effekt, dass wir hier im Verteilungsende haben wir wenige Knoten mit großem Grad. Also auch im Sparse-Regime fehlen hier im Erdős-Rényi-Modell verglichen mit realen Netzwerken fehlen diese Hubs, diese Knoten mit sehr großem Grad, die man in realen Netzwerken eben beobachtet. Und das war jetzt die Analyse vom erwarteten Knotengrad. Das bedeutet aber nicht, dass der tatsächliche Knotengrad auch diese Verteilung besitzen muss. Der tatsächliche Knotengrad könnte ja von seinem Erwartungswert sehr stark abweichen. Das heißt, als nächsten Schritt werden wir uns überlegen, was gilt denn für den tatsächlichen Knotengrad. Wenn wir nicht den Erwartungswert bilden, sondern den tatsächlichen Knotengrad in so einem Erdős-Rényi-Modell betrachten, was können wir darüber für Aussagen machen für n gegen unendlich? Nun wollen wir zum Erdős-Rényi-Modell
und zur Gradverteilung in diesem Modell auch noch einige numerische Experimente in R durchführen. Und im Paket iGraph gibt es eine Funktion mit dem Namen SampleGNP, die uns eben genau einen R-Durch-Renny-Zufallsgraphen aus dem ERNP-Modell erzeugt. Und das machen wir jetzt dreimal. Wir erzeugen uns drei solche R-Durch-Renny-Zufallsgraphen, jeweils mit derselben Größe, also mit derselben Knotenzahl n gleich 100, aber mit unterschiedlichen Verbindungswahrscheinlichkeiten p. Und zwar nehmen wir da einmal 0,02, 0,05 und 0,1. Und diese Graphen plotten wir dann jeweils. Ich führe das mal aus. So, da haben wir schon unsere drei Plots und beginnen wir mal mit dem am dünnsten besetzten. Das ist für p gleich 2%. So sieht ein R-Durch-Renny-Zufallsgraph typischerweise eine Realisierung davon eben aus. Hier haben wir auch einige isolierte Knoten noch in diesem Graphen, ist eben nicht besonders dicht verbunden. Wenn wir jetzt p hinaufsetzen, wird es schon viel, viel dichter. Und wir sehen hier, wie sich sowas wie eine verbundene Komponente in der Mitte herausbildet. Und wenn wir p dann noch höher setzen, dann wird der Graph noch viel dichter. Dann haben wir auch keine isolierten Knoten mehr. Ja, also das waren drei Beispiele für Realisierungen von so einem R-Durch-Renny-Modell. Und jetzt wollen wir uns speziell die Knotengradverteilung anschauen, mit der wir uns ja gerade beschäftigt haben, wo wir die erwartete Knotengradverteilung hergeleitet haben. Und wir beschränken uns nun auf das Sparse Regime, also ein dünn besetztes R-Durch-Renny-Modell, wo die Anzahl der Kanten linear mit n mitskaliert. Wir setzen also die Wahrscheinlichkeit auf c durch n. Wir wählen c gleich 2 und jetzt simulieren wir R-Durch-Renny-Graphen in verschiedenen Größen, also einmal mit 100 Knoten, einmal mit 1000 Knoten und einmal mit 10.000 Knoten. Und für diese werden wir jeweils die empirische Knotengradverteilung plotten, also einfach die Knotengrade, die in unserem simulierten Graphen aufteilen, und dann dazu in Rot die Poisson-Approximation, weil unsere Approximation für die erwartete Knotengradverteilung im Sparse-Regime war ja genau die Poisson-Verteilung mit Parameter c. Das machen wir hier. Die Poisson-Verteilung findet sich in R unter dem Namen dPois, ist die Dichtefunktion oder die relativen Häufigkeiten in der Poisson-Verteilung. So, jetzt haben wir drei Plots bekommen und wir beginnen mal. Das hier ist das R-Durch-Renny-Modell für n gleich 100. Also wir sehen, dass hier dieser erste Balken sind die isolierten Knoten, dann kommen die Knoten mit Grad 1, 2, 3, 4 und 5. Hier ist der höchste auftretende Knotengrad eine 5. Und auch hier schon bei diesem relativ kleinen Graphen mit n gleich 100 sehen wir, dass die Poisson-Approximation scheint das ganz gut wiederzugeben, also diese eingipflige Verteilung. Und wenn wir jetzt weitergehen zu n gleich 1000, haben wir natürlich auch höhere Knotengrade, die auftreten. Und hier sehen wir, gibt die Poisson-Verteilung wirklich schon eine sehr gute Approximation an. Jetzt gehen wir nochmal rauf zur Größe 10.000. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen größere Knotengrade. Aber so richtig viele Knoten mit sehr hohem Grad haben wir hier eben nicht im R-Durch-Renny-Modell. Also obwohl wir 10.000 Knoten in dem Modell haben, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der höchste auftretende Grad ist 10. 10 von 10.000 ist dann doch wieder nicht besonders viel. Und das Ganze beschreibt eben auch die Poisson-Verteilung, die hier sehr schnell abfällt für große Parameter. Und hier muss man vielleicht noch dazu sagen, was wir bis jetzt mathematisch hergeleitet haben, ist, dass die Poisson-Verteilung die erwartete Knotengradverteilung beschreibt. Aber hier haben wir lediglich einmal simuliert, wir haben sogar keinen Erwartungswert über viele Simulationen gebildet und trotzdem beschreibt die Poisson-Verteilung die empirische Verteilung sehr gut. Und genau dieses Phänomen wollen wir dann im nächsten Video mathematisch beschreiben, dass eben für große Graphen, für n sehr groß, die tatsächliche Verteilung von der erwarteten Verteilung gar nicht mehr stark abweicht. Und wir so also mit der Poisson-Verteilung hier
auch bei nur einzelnen Simulationen schon sehr nahe dran sind an der tatsächlichen Verteilung. Und zu guter Letzt vergleichen wir die Poisson-Approximation noch mit der Normalapproximation, denn wir haben ja für die tatsächliche Verteilung, für die Binomialverteilung, haben wir hier zwei Möglichkeiten der Approximation, nämlich einmal Poisson-Approximation und einmal Approximation mit der Normalverteilung. Die werden wir jetzt in grün dazu plotten für den größten Graphen. Hier haben wir gerade ein kleines Problem, aber ich weiß auch schon, wie wir das in den Griff bekommen. Wir müssen einfach den Plot nochmal machen. Ja, und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir nochmal das Balkendiagramm in rot die Poisson-Approximation, in grün die Normalapproximation. Und sind natürlich beides gute Approximationen für die tatsächliche Gradverteilung. Poisson-Approximation hat natürlich den Vorteil, dass sie eine diskrete Verteilung ist, genauso wie die Knotengrade ja auch nur ganzzahlige positive Werte annehmen können. Und es kann auch keine negativen Knotengrade geben. Das haben wir bei der Poisson-Verteilung auch. Und die Normalverteilung hat natürlich auch ein bisschen Masse im negativen Bereich. Ne? Also, aber insgesamt kann man sagen, diese Poisson-Approximation funktioniert sehr gut im Sparse-Regime des Erdős-Rényi-Modells.